Also sorry, ich wollte nicht über dein Geschlecht entscheiden oder so. Hilf mir, Papas Truck zurückzuholen, Mann. Dafür gebetet. Ich habe den Affenkönig gebeten, das Jesuskind und sogar den Valentinstyp mir ein Zeichen zu senden. Und schon bist du da. Also, ich sag dir mal was, diesen Trunk zu holen, wird nicht leicht werden. Der bescheuerte Sekte hat ihn. Ich will aufrichtig zu dir sein. Alles hat angefangen, als ich mich denen anschließen wollte. Ich meine, es klang nach einer guten Idee. Sie hatten diese ganzen Waffen, Essen, klasse Weiber. Nur diese drei Dinge sind eigentlich alles, was mich interessiert. Sah echt aus wie eine einzige Party, verstehst du? Also habe ich gesagt, hey, Amigos, wo kann ich unterschreiben? Unterschreib hier, haben sie gesagt. Und dann angefangen, ihre ganzen Regeln aufzuzählen. Keine Unzucht treiben, das heißt übrigens kein Ficken. Kein Alkohol und keine wilden Partys, Mann. Nein, danke. Ich bin also nichts wie Vector. Aber ich habe bedauerlicherweise den Truck meines alten Herrn da vergessen. Er ist seither echt angefressen. Kommt die Karre wieder? Aber mach dir überhaupt keine Sorgen, weil ich habe einen neuen Schritteplan, um den Truck zurückzubekommen. Schritt 1, mich mit Schnaps aufheitern. Dafür ist gesorgt, Omi. Schritt 2, um jemanden beten, der mein Problem löst. Erledigt. Schritt 3, oh shit. Rest weiß ich gerade nicht mehr. Aber es fällt mir unterwegs schon wieder ein. Verdammt, Keule, du kannst zuhören. Alter Herr hört mir nie zu. Deswegen fühle ich. Ich wurde auch so ungehört. Wir kommen in letzter Zeit nicht mehr miteinander aus. Seit er kandidiert, meckert er nur noch an mir rum. Trinken in der Öffentlichkeit, mit meinen Waffen umgehe. Was halt, Mann. Aber wenn wir diesen Truck von den Peggys zurückholen, dann wird er echt beeindruckt sein, Alter. Er wird mich so sehr lieben und dann wird meine Mutter versuchen, mich mehr zu lieben, um mit ihm mithalten zu können. Und dann sieht er, wie sehr sie mich liebt. Und dann wird er versuchen, mich noch mehr zu lieben. Und dann werden Geburtstage und Weihnachten total krass. Alles klar, Keuler, hier sind wir richtig. Jacob hat immer noch deinen Kumpel Brad. Wenn ich eins aus Kriegsfällen gelernt habe, dann dass man keinen Mann draußen lassen darf. Oder zurück. Was war zuerst? Das wird lustig, Mann! Das wird richtig Benja-mäßig abgehen! Ich mag deine Art! Wenn ich dich anstelle, weich dich vielleicht in was ein, was ich gerade ausbrüte. Thank you.
Ja, Alter, wir sind abgegangen. Wir sind wie Rosencrantz und Guildenstern. Mann, ich liebe Theater. Zeit für Schritt 4. Der Truck ist ja ganz da unten. Wahrscheinlich warten noch mehr Peggys auf uns. Die Seilrutsche ist das A und B. Wir rücken. Was ist das? Scheiße, ja, Mann! Nicht gleich los, oder? Scheiße, ja, Mann. Das ist der Scheißmann! Das war mega lustig, Mann! Wir kommen später wieder und machen das nackt! Alter, wenn du schon in der Stadt bist, solltest du mal mit meinem kleinen Cousin Sharky abhängen. Kennst du ihn schon? So ein geiler Typ. Ja, seine Eltern waren so gut wie nie da, also hab ich ihn quasi erzogen. Also, er ist sowas wie mein Sohn und so. Ich hab das echt gut hinbekommen, ein echt feiner Kerl. Ständig am Rumballern, Saufen und Sachen hochjagen. Und die Weiber mag er auch. Ich würde sagen, er ist der zweitcoolste Dude in Hope County. Du würdest ihn mögen. Ganz ehrlich, Mann, die Scheidung meiner Eltern habe ich persönlich genommen. Klar, die sagen immer, das Kind kann nichts dafür, Mann. Aber ich habe es mir trotzdem zu Herzen genommen. Ich bin von zu Hause weggelaufen. Scheiße, mein Alter wird echt angepisst sein wegen der ganzen Löcher. Oh Mann! Mann, wir sind in Schwierigkeiten. Greif mal in die Kühlbox und guck, ob noch ein paar Feuer unterm Arschmacher übrig sind. Und für mich ein Bier, wenn möglich. Boah, die Typen geben echt nicht auf! Sie sind genau vor uns! Genau so machen wir das!
an, wir sind in Schwierigkeiten. Greif mal in die Kühlbox und guck, ob noch ein paar Feuer unterm Arschmacher übrig sind. Und für mich ein Bier, wenn möglich. Meine eigene Sekte. Und du bist mein erster Höki. So nenne ich meine Schäfchen. Die Sekte besteht nur aus dir, mir, meinem Kollegen. Ich bin getan. Na, sieh mal da an. Ihr seht ja fast aus wie Zwillinge. Wenigstens ist noch alles dran. Na gut, Dad. Na gut. Glückwunsch, du arbeitest jetzt durch. Und du bist verantwortlich für Junior. Mach dir keine Sorgen, ich bin noch da. Manipulation im Grappling-Stil. Werd die Peggys los, die an der Kreuzung beim Grist Street Diner wohnen und gegen mich abstimmen. Na los!